Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir uns mit dem Baumclan angefreundet. Eine neue Rasse, eine Unterart der Prone. Quasi, es gibt zwei Arten von Pronen, haben wir im letzten Part gelernt. Und die beiden, Clans bekriegen sich, der Baumclan und der Höhlenclan. Und wir haben uns mit dem Baumclan jetzt angefreundet. Quasi einen Vertrag gemacht und so weiter und so fort. Und der Höhlenclan hat sich halt schon vor einiger Zeit mit den Gengdern verbündet. Und deswegen, ja, hoffen wir jetzt eventuell, dass wir durch den Baumclan ein paar neue Infos über die Ganglion bekommen. Und heute geht es um eine ganz andere Mission. Nämlich sollen Ganglion Forscher scheinbar bei der Schlucht des Toten Mannes gesichtet worden sein. Wo wir vor einigen Parts damals in der Hauptstory in Kapitel, was weiß ich, was, 5 oder 6, den, wir sind jetzt schon richtig, sehr schön, den Skell geborgen haben, diesen Xenoskell. Und jetzt sind hier scheinbar Forscher der Ganglion, unbekannter Xeno A. Nach dir, kschick. Oh, aber nicht doch, nach dir, kschick. Okay, was labern die? Augenblick, kschick. Ein jeder von uns, der jetzt allein losgeht, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gefressen werden. Ich sage, wir gehen alle gleichzeitig, kschick. Guter Plan, kschick. So können wir alle gleichzeitig aufgefressen werden. Was sind das für Xenos? Ich verstehe deine Bedenken, kschick. Aber wir können nicht mit leeren Händen zurückkehren. Die Ganglion reißen uns die Köpfe ab, kschick. Also, tot sind wir so oder so, kschick. Ist das noch eine neue Rasse oder was? Die nach NRA vielleicht kommt. Aha, ich hab's. Kschick. Wir bleiben einfach hier. Kschick. Wir kauern uns zusammen und bewegen uns nie wieder vom Fleck. Kschick. Kschick. Oh, eine kreative Lösung. Kschick. Das nervt langsam. Zudem ein Vorschlag, den nur eine anpassungsfähige Spezies wie die unsere in die Tat umsetzen könnte. Kschick. Wir müssen einfach nur den längeren Atem haben. Kschick. Ob es jetzt ein Jahrhundert dauert oder zwei oder drei. Ah! Menschen da, ein Mensch! Hi. Was geht ab? Jetzt ist alles vorbei, kschick. Wir beruhigen erstmal die Situation hier. Der Mensch scheint freundlich zu sein, kschick. Wenn wir den Menschen gehorchen, vielleicht rettet er uns dann aus dieser misslichen Lage. Du willst einen Sklaventreiber gegen den anderen eintauschen, kschick. Woraus schließt du, dass der da vertrauenswürdig ist? Was soll mir bloß mag? Ja! Stillgestanden! Was treibt ihr vor beide da? Das ist bestimmt Ganglion, oder? Ihr seid Ganglion-Soldaten! Zieht eure Waffe und kämpft! Aber wir sind nicht Kombatanten. Weglaufen ist, unser Ding. Und genau deshalb seid ihr der Abschaum aller Abschaums. Hi. Dann retten wir die mal, würde ich sagen. Wer auch immer das ist. So, besiege den Mano-Kommandanten. Okay, der ist auf Level 28 nur. Den könnten wir auch ohne Skill locker besiegen, aber was soll's. So geht's schneller und einfacher, würde ich sagen. Aber wäre ja echt spannend, wenn wir direkt die nächste Rasse bekommen würden, eventuell. So, was ist jetzt eure Aufgabe hier? Menschen sind wirklich so stark, wie die Geschichten über sie es vermuten lassen. Wie kannst du nur so ruhig bleiben? Da ohnehin keine Chance besteht, dass wir die Sache überleben, habe ich die Panikphase übersprungen und bin direkt zu innerer Akzeptanz übergegangen. Schick. Sehr schön. Gütiger Golboga, steh uns bei. Schick. Seid ihr wirklich alle so einfach bereit, unseren Auftrag aufzugeben? Nicht diese lächerlichen Ganglion-Missionen, schick, sondern unsere wahre Berufung, den Grund, aus dem wir leben. Natürlich möchte ich unsere Pflicht erfüllen, aber... Dann sollten wir alles auf die eine Karte setzen, die unsere Überlebenschance erhöht. Und sei es auch nur minimal, kschick, oder? Kschick, ein schlagkräftiges Argument. Ich würde diesem Chaos gerne lebend entrinnen. Dann beeilen wir uns. Ja, aber... Ja!
Oh. Uncool. Die Viecher schon wieder. Ah! Ja, euch machen wir auch platt. Mensch, hilf uns bitte! Wenn ihr uns dann auch helft. Okay, abscheulicher Korruptor. So, machen wir die kaputt. Wie war das bei denen nochmal? Die haben uns ja quasi in Kapitel, in dem letzten Kapitel damals an dem vorbeigeschlichen, so ein bisschen. Und Tatsu hat ihr dann so ein bisschen aufgeschreckt, wenn ihr euch erinnert. Ach ja. Als er plötzlich ankam. Ach ja, genau, das war doch irgendwie so, dass halt alle anderen Xenoformen halt irgendwie wegen ihrem Geruch und so von den Viechern ihn angegriffen wurden. Und Menschen glaube ich nicht. Irgendwie so war das doch. Und deswegen hat halt Tatsu die alle so ein bisschen angelockt, weil er eben, ja, hier ein Xeno von Mira ist. Und deswegen hat er die eben angelockt. Und sie hatten ihn zum Fressen gerne, aber haben ihn zum Glück beschützen können damals. So. Also Kapitel 5 kann es definitiv nicht gewesen sein. Also auch Kapitel 5 war das, wo damals der Plot-Twist mit den Memoiden kam und so. Das heißt, es muss Kapitel 6 gewesen sein. Bei 7. Also 8 war der Angriff auf NLA. Und Kapitel 7 war ja das mit. War das mit der Tentakelfrau nochmal, oder? Ich glaube ja. Kapitel 9 haben wir letztens das abgeschlossen. In Sivalum. Okay. Haben wir euch jetzt gerettet? Kommt ihr jetzt mit nach NLA? Danke, Mensch. Du bist deutlich stärker als die hohen Tiere der Ganglion, die sich selbst für gewaltige Krieger halten. Ob der Mensch uns Asyl bieten würde? Das ist definitiv eine Möglichkeit, die genauer erörtert werden sollte. Wir haben eine Anfrage, Mensch. Würdest du sie anhören? Wir Zaruboganer, alles klar, wurden fürs Kämpfen nicht geschaffen. Als Resultat behandelten uns die Ganglion wie den hinterletzten Abschaum. Zaruboganer, okay. Unsere Anzüge erlauben es uns jedoch, unter nach noch so widrigen Bedingungen zu überleben. Verstehst du? Seit unserer Ankunft auf diesem Planeten hat man uns dazu gezwungen, eine feindliche Gegend nach der anderen zu erkunden. Höhen voller niederträchtiger Kreaturen, steile Küstenhänge, wo der kleinste Fehltritt den sicheren Tod bedeutete. Viele von uns ließen ihr Leben. Ist jetzt eigentlich der andere wirklich tot, der weggerannt ist und von den Viechern angegriffen wurde? Wir haben es satt. Wir möchten den Ganglion nicht mehr dienen. Bestünde eventuell die Möglichkeit, dass ihr Menschen uns in eurer Stadt Asyl gewährt? Warum sagt ihr immer Kschrk? Nee, wir akzeptieren das natürlich. Oh, gepriesen sei der Name Golbogas. Wir sind ein Grüppchen von einem guten Dutzend Zaruboganon. Wenn die Menschen es gestatten, würden wir postwendend in eure Stadt übersiedeln. Hab vielen Dank, freundlicher Mensch. Okay. Das wird ja immer interessanter. Hier im letzten Part haben wir erst den Baumclan geholt und jetzt die hier. Wird dann die nächste Mission, die Stella hat, auch was mit einer neuen Rasse zu tun haben? Ich schätze mal nein. Und wenn doch, wäre es sehr interessant. Ja, wir holen die ganzen Rassen nach NLA. Gut, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich stehen die jetzt wieder da mit Stella und Chausson, schätze ich mal. Oder ist es diesmal anders? Wer weiß. Na komm, Spiel, dankeschön. So, nee, diesmal. Wo muss ich hin? Geht das vielleicht nicht, weil Stella momentan noch eine Mission hat, die sie uns geben möchte? Ja, wahrscheinlich. Deswegen kann ich gerade nicht die Mission beenden, scheinbar. Hätten Sie kurz Zeit? Natürlich. NLA ist ganz schön friedlich, finden Sie nicht auch?
Naja, wenn man von so Leuten wie Alex absieht und anderen Sachen, die hier so abgehen, wie zum Beispiel der ganze Kirchenbetrug zum Beispiel und all sowas. Aber ja, ansonsten ist er ja echt friedlich. Selbst jetzt, wo all die verschiedenen Xenovölker hier leben. Ich meine, wissen Sie noch, wie das auf der Erde war? Egal wo, überall gab es Konflikte. Und in so vielen Ländern herrschte Krieg. Nicht nur zwischen Nationen, sondern auch zwischen Völkern, Stämmen, Familien. Wenn man das mal damit vergleicht, merkt man, dass die Menschheit ganz schön vorangekommen ist, oder? Leider halten manche von uns immer noch an der Vergangenheit fest, was mich indirekt auch zum Grund dieses Gesprächs bringt. Hier, bitte sehen Sie sich das mal an. Kommt jetzt vielleicht wieder irgendwas? Versteckt der Bestie. Okay, scheinbar nicht. Generaldirektor Chausseur hat eine streng geheime Mission für Sie. Wie eigentlich immer, wenn er eine Mission für Sie hat. Auch ich selbst bin der Meinung, dass Sie ausgezeichnet dafür geeignet sind. Wie Ihnen ja bekannt ist, gibt es unter den Pronen zwei befeindete Clane. Die Prone, die mit den Ganglion gemeinsame Sache machen, gehören dem Höhlenclan an. Die Prone vom Baumclan, die seit kurzem bei uns in der Stadt leben, sind friedliche Zeitgenossen. Der Höhlenclan dagegen, das ist ein blutrünstiges Pack. Nichtsdestotrotz interessiert sich der Generaldirektor für die Technologie des Höhlenclans sogar sehr. Insbesondere möchte er wissen, wie sie es schaffen, Festungen in Gebieten zu errichten, wo es eigentlich von einheimischen Kreaturen nur so wimmelt. Er möchte, dass Sie sich einer dieser Festungen nähern und das Geschehen unter die Lupe nehmen. Sie haben Erlaubnis zu töten, was sich Ihnen in den Weg stellt. Viel Glück da draußen. Okay. Und kannst du jetzt bitte Dankeschön für die andere Mission verfügbar sein. Willkommen zurück. Mir scheint, Sie haben die Erwartungen von Generaldirektor Chausson bei weitem übertroffen. Der Mann strahlte förmlich. Er spricht Ihnen ein hohes Lob dafür aus, die Zaruboganer aus dem Joch der Ganglion-Gefangenschaft frei zu haben. Ehe ich's vergesse, hier ist Ihre Bezahlung. Auch und die haben jetzt hier sonst nichts oder was? Die Zaruboganer befinden sich jetzt in Quarantäne. Sollte te die Testergebnisse befriedigend ausfallen, werden sie bald gemeinsam mit uns in NRE leben. Sie schienen ihnen wirklich sehr dankbar zu sein. Sprechen Sie doch nochmal mit ihnen, sobald ihnen der Zugang zur Stadt endgültig gewährt wurde. Natürlich. So, und da ist keine neue Mission mehr, alles klar. Dann bin ich ja jetzt gespannt. Da wird es jetzt bestimmt auch von denen irgendwo überall welche geben, die Missionen für uns haben und so. Gut, wie sieht es eigentlich momentan unsere Harmonie zu Fog aus? Nicht Hope. Ich habe es in dem einen Part, ups, in dem einen Part falsch gesagt. Da habe ich ja Fog Hope genannt. So, inzwischen haben wir schon fast zwei Herzen. Sehr schön. Okay. Gut, dann machen wir jetzt die andere Mission. Höhenhaudegen. Gehe zum Versteck, ja. Okay, das heißt, die Mission dreht sich jetzt bloß darum, dass wir Technologie der Prone uns angucken. Gut, finde ich gut. Nicht noch eine neue Rasse. Ich meine, ich hätte es auch cool gefunden, wenn wir die nächste Rasse direkt kennengelernt hätten. Aber ja, so viele neue Rassen auf einmal wäre jetzt auch ein bisschen komisch gewesen, sage ich mal. Gut, dann kümmern wir uns mal darum, dass wir die Mission von Chausseau erfüllen. So, falsche Richtung. Fliegen wir ein bisschen rum hier. Ah, ich muss schon direkt hier runter, oder was? Nee, Moment. Erstmal ist hier irgendwas zum Untersuchen. Einmal ganz kurz gucken, ob das schon geht. Ja, sehr schön. So. Ist da jetzt wieder irgendeine Höhle irgendwo oder sowas in der Art? Moment. Weil. Moment. Ich dachte. Nee. Habe ich mir wohl eingebildet. Ich habe vorhin gedacht, in einer bestimmten Höhe war da der Kreis plötzlich halt in ganz normalen Gelb und nicht so durchsichtig, sage ich mal. Aber wahrscheinlich muss ich dann auch in eine Höhle rein oder so. Oh, hier ist noch was zum Angucken. Nehmen wir natürlich mit.
Oh, und das war sogar für das Segment gut. Das ist natürlich noch besser. So. Also hier ist der gelbe Kreis. Ach, da. Warum auch immer. Nee, Moment, das ist aber bestimmt ein Monster, was ich... Ich dachte gerade, das wäre das Monster, was ich für die Quest besiegen muss, aber nee, es ist einfach nur ein Tyrant, den ich für eine Nebenmission machen muss, für so einen Nebenjob halt. Ja, okay, machen wir den ganz kurz platt, weil den sollten wir hinkriegen, hoffe ich mal, mit unseren Skates hier. Und danach suchen wir nach dem Höhleneingang, weil ich schätze mal, das soll wieder eine Höhle sein, weil... Oh, das wollte ich nicht, ups. War, ich habe gerade eben nichts gefunden. So. Sehe ich hier irgendwie aus der Ferne gerade einen Höhleneingang oder so? Versteck der Bestie. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Höhle ist. Ich will nicht, dass das wieder so endet wie bei der Mission mit dem Celesta-Trio, hieß das so? Ihr wisst schon, was ich meine. Wo ich ja auch ein bisschen gesucht habe, bis ich die geschmolzenen Tiefen, so ich das auch oder gefunden habe. Aber jetzt weiß ich ja, wo die sind, weil wenn wir da nochmal für eine Mission irgendwann hin müssen, werde ich es dann einfacher finden, hoffe ich mal. So. Na komm, Dieter, jetzt stirb bitte. Gut, das sollten wir hinkriegen hier. Und ein bisschen mehr uncontrollable Hören ist ja auch nicht schlimm. Echt, ich kann es immer wieder sagen, es ist so ein guter Track einfach. So, er ist auch gleich dauernd, das ist doch ganz schön. Gut. Warum ist das gelungen? Alles klar, Fock. Und tschüss. Und das war auch für das Segment da. Perfekt. Dann erkunden wir sogar Olivia noch ein bisschen weiter. Nicht Olivia, was labere ich? Ramonia meine ich. So, und du greifst mich auch an, ja? Wie süß von dir. Du wirst aber leider nicht lange überleben, weißt du das? Aber gibst mir noch ein paar mehr EP für Fork, deswegen nehme ich dich mit, mein Freund. So. Na komm. Und umso länger wir... Oh, Gott, Hilfe. Umso länger wir an Controllable hören, umso besser, sag ich mal. Oh. Tschüss. Das hat sich damit eingemischt, das Viechi. Tschüss. Deswegen habe ich gerade so viel Schaden bekommen, oder? Oh Gott. Ich habe mich schon gefragt, hä, warum war ich plötzlich so beschädigt? Aber ja, das erklärt einiges. So, ich weiß jetzt halt nicht, muss ich höher, muss ich weiter runter? Ich guck einfach mal, ob ich hier noch irgendwo nach unten komme und da eventuell irgendwas finde. Hier geht's runter. Nerv mich nicht. Ah, guck mal, ja, hier geht's rein, okay. Alles klar, hab's gefunden. Diesmal ziemlich schnell sogar. Das ist doch gut. Hi. Dich ignoriere ich mal ganz schnell. Und sammle hier ein paar Items ein, weil... Okay, ich bin am richtigen Ort. Weil wir ja immer noch diese komischen, dieses komische eine Item brauchen für die... Ist das wirklich eine neue Rasse jetzt hier? Jedenfalls noch ganz viele... Items brauchen für den einen Auftrag, den wir schon seit 1000 Jahren haben. Und als Item gibt es ja eine Höhle, was wir dafür brauchen. Sloviti Pagos. Ach nee, Quatsch, das sind einfach wieder die von dem Clan, die Proen halt. Wie geht das denn, ein Wunder? Sie heilt. Haha, lustig, das kannst du nicht mal sehen. Schlechter Lügner. Sie heilt langsam. Ja gut, dann werden wir... Sloviti, da! Erdlinge. Ah, ich dachte, wir wären hier sicher.
Trigo, sammle die Leute auf. Leute, lauft! Ich rufe Verstärkung, wieder, auch wenn sie bisher nicht kam. Ja, Häuptling, aber das bedeutet... Ja, ich bleibe, ich kämpfe. Allein, du gewinnst nicht. Niemand gewinnt. Hör zu, sammle die Leute, tu es, lauf! Ja. Sind die jetzt vom Höhlenclan? Ja, okay, die sind in der Höhle, deswegen kann die vom Höhlenclan sein. Ich bin Slobiti Pagus, ich bin Kriegerin des Höhlenclans. Ganglier nennen mich Abtrünniger. Ah, bist du wohl... Hast du dich wohl wieder von den Gangliern quasi entfernt? Hast du keinen Bock mehr bei denen zu arbeiten? Wir griffen eure Stadt an, wir waren es. Doch auf dem Rückweg, da griffen uns wilde Bestien an. Wir flohen hierher, meine Leute sind verletzt. Unsere Hilferufe helfen nicht, wir werden nicht beachtet, keine Hilfe kommt. Dann kommt mit nach NLA, freundet euch mit dem Baumclan an und alles ist Friede vor der Eierkuchen. Bisschen Abtrünnige, es sollte uns wohl nicht überraschen. Wir verhandeln. Der Höhlenclan unterwarf sich Ganglion vor vielen Sonnen. Die Ganglion gaben uns mächtige Waffen, Technologie, so schlachteten wir den Baumclan ab. Das klingt böse. Also als der Krieg endete, wurden wir Sklaven von Ganglion, Handlanger, Schädler aus Fleisch. Aber meine Leute waren zufrieden. Sie haben Blutdurst. Bei Ganglion stillten sie ihn. Doch in NAA, wir flüchten zu euch und dann, was verlangen die Adlinge von uns? Wisse, wir würden den Baumclan bekämpfen. Wir würden den Baumclan vielleicht töten. Wir würden die Adlinge vielleicht töten. Wir würden andere Xenoforme vielleicht töten. Schwer zu sagen. Wir sind der Höhlenclan. Plündern, Brandschatzen, das kennen wir. Das ist der Weg der Prone. Hehe, gut, sind nur das Gerede. Das erkauft meinen Leuten Zeit. Und jetzt dezimiere ich euch. Okay, sie ist scheinbar sehr stur oder so. Ja, wenn du nicht leben möchtest, können wir das gerne einrichten. Level 41 bist du. Gib wieder schön viele EP für Fork hoffentlich. Dass er zu uns aufsteigt. So. Wenn dann die Harmonie zu Fock höher ist, können wir auch seine Harmonie-Mission machen. Ich glaube, die war ja auch für 2 Herzen, oder? Gut. Und tschüss. Ist sie jetzt wirklich tot oder haben wir sie bloß quasi K.O. geschlagen oder so? Aber dann ist sie getriggert worden, ist sie wahrscheinlich noch am Leben jetzt. Und ja, ergibt sich. So endet es. Häuptling, wer sagt das? Oh, sie kommt zurück. Gut, wir kommen rechtzeitig. Trigo. Ich bat nicht um Hilfe. Ich sagte, lauft. Komm, Häuptling, wir kämpfen von unserer Seite. Einmal noch. Wir zeigen ihnen auch Schluch und Stolz. Wir sind Team Sloviti. Ist das? Es kann doch nichts. Hi. Und jetzt beschützen wir die vor denen und dann kommen die auch mit in unsere Stadt, oder? Ja! Oh. Eine Bestie von vorhin! Ja, hier ist Feuernest. Die sieht ziemlich groß aus. Panzer-Sphinx. Aber ist... ein Level unter nicht nur ein Level, mehrere Level unter Dings unter der Frau von gerade eben. So, machen wir ein bisschen übertakten hier, warum nicht? Bisschen Overdrive. So. Und dann kriegen wir die hoffentlich down. Das wäre sehr schön. Und dann erkennen die... Aua. Die Prohen hoffentlich, dass sie uns vertrauen können. Weil wie gesagt, je mehr Rassen nach NAA kommen, umso besser. Eigentlich.
weil wir da mehr Missionen bekommen könnten, eventuell. Habe ich auch nichts dagegen. So. Und Frog ist schon wieder tot, leider Gottes. Aber egal, er bekommt die EP ja trotzdem, deswegen ist das nicht allzu schlimm. So. Na komm, jetzt stirb. Dankeschön. Und er ist Level 28, wundervoll. Ne, wir moven jetzt nicht, Elmer. Wir gucken jetzt, was die hier vom Baum, Höhlenclan zu sagen haben. Meine Leute konnten die Bestie nicht töten. Du konntest. Sah einfach aus. Aber ich kann noch kämpfen. Lauft, alle lauft. Ich beschütze Verletzte. Ja, so viel, du kannst noch kämpfen. Srobiti, nein, du bist verletzt. Was? Genug, Häuptling. Wir tun jetzt, was er sagt. Unser Leben liegt in seiner Hand. Trigo. Nun gut. Ich vertraue Adling nicht. Und doch, kann ich meine Leute retten? Dann muss ich es versuchen. Häuptling. Also los, Adling. Wir fügen uns seinem Willen. Also kommen sie jetzt mit nach NAA? Nee, die bleiben noch hier. So. Es ist gut. Für... Oh, du hast eine viel tiefere Stimme. Ich dachte halt, weil sie halt so klein ist, dass es automatisch eine Frau ist, sie ja auch. Du hast eine tiefere Stimme eigentlich. Egal. Für mich in einer Stadt oder wohin auch immer. Doch wehe, du tust meinen Leuten weh. Ich reiße dich in Stücke. Ich schwöre es. Hat ja gerade eben auch gut geklappt. Aber erstmal nehme noch ein, zwei Items mit. Und passen auf, dass das Vieh da hinten mich nicht sieht. So. Vielleicht bekommen wir ja... Ne, das sah ich jetzt nicht ein. Okay, hier gibt's das scheinbar nicht, was wir brauchen. Egal, dann gehen wir jetzt zurück nach NAA. Und reden mit Stella. Mal wieder. Haben wir jetzt im heutigen und im letzten Part nicht genug gemacht. Ich wollte gestrigen gerade sagen, aber der Part kam ja vorgestern. Kommt ja immer Montag, Mittwoch und Freitag. Wobei ich nicht weiß, ob ich den Freitagspart noch schaffe. Das heißt, falls Freitag kein Part kommen sollte, wisst ihr warum, aber normalerweise schaffe ich es eigentlich. Also, gibt keinen Grund zum Bedenken eigentlich. Ja, es ist noch genug Zeit eigentlich. So, wo ist sie jetzt da? Sie steht weiter hinten. Okay. So. Willkommen zurück. Mit diesem Ausgang hätten wir wohl niemand. Was? Mit diesem Ausgang hätte wohl niemand gerechnet. Selbst ein Generaldirektor hat es für einen Augenblick die Sprache verschlagen, was so gut wie nie vorkommt. Dennoch hat er den Asylgesuch des Höhlenclans stattgegeben. Er sagte, er sei gespannt zu erfahren, was wir auf diesem Wege Neues sowohl über die Ganglion als auch über diesen Planeten herausfinden können. Es wird bestimmt erstmal nicht einfach, weder für den Höhlenclan noch für den Baumclan. Tja, kann man nichts machen. Vielleicht freunden sich ja beide jetzt im Laufe der Story noch an. Ich bin mir trotzdem sicher, dass die Prone vom Höhlenclan ihr neues Leben in NAA dem bei den Ganglion vorziehen werden. Ich hoffe, dass ihre Entscheidung die richtige war, sowohl für die Stadt als auch für die Prone. Naja, die Zukunft wird es zeigen. Höhlenclan willkommen. Das heißt, wir haben wirklich noch eine neue... Das habe ich ja überhaupt nicht erwartet jetzt. Interessant, cool. Noch eine neue Rasse. Jetzt haben wir sowohl den Baum als auch den Höhlenclan bei uns. Das kann ja echt spannend werden. Ich hoffe halt wirklich nicht, dass die jetzt irgendwie irgendwelche internen Kriege anfangen oder so. Das kann halt niemand gebrauchen. So. Welche Mission eigentlich hier nochmal? Das war... Ah, okay, alles klar.
Ja, wie gesagt, wir brauchen die Harmonie zu ganz vielen Charakteren, dass wir mal die ganze Harmonie-Mission machen können. So. Dann will ich noch ganz kurz ein bisschen Meranium ausgeben. Und dann, war es das von dem Part erstmal. Die Ohrwurm haben wir noch gar nicht erhöht, scheinbar. So, machen wir mal auf Level 2. Und wir bekommen leichte Ausrüstung, sehr schön. Okay. Aber gut, das war's von dem Part erstmal heute. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, merkst, Xenoblade Chronicles X. Mal gucken, was wir da machen. Weil wir haben ja jetzt die Mission von Stella alle geschafft. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch weitere Missionen. Oder wir können mal ganz kurz ins Terminal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Wie sieht eigentlich mein Rang aus? Ah, bald 8. Sehr schön. Dann können wir uns hier bei Eleonora auch das Neue holen. Ach du Kacke. Hier ist auf jeden Fall einiges Neues scheinbar. Das heißt, scheinbar einige Missionen jetzt, die mit den Proben zu tun haben. Alles klar. Alles Gespräche hier. Manon-Schiff. Rettungsmission. Ah, die ist auf dem Manon-Schiff jetzt, okay. Ah, okay, wir haben genug, alles klar. Ah, die könnten wir machen, schade. Ein Segment auf dem Manon-Schiff wurde aktualisiert. Jetzt kommen einige neue Sachen wahrscheinlich. So, auf dem Manon-Schiff haben wir jetzt eine neue, nee, zwei neue Missionen. Und im Wohnviertel haben wir jetzt auch eine neue Mission. Eine sehe ich gerade nur. Vielleicht sind sogar mehrere, keine Ahnung. Nee, ich sehe nur eine, okay. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Gut, dann haben wir einige Aufgaben für den nächsten Part. Bis dann und ciao, euer V-Road, tschüss.